Hallo, und da sind wir auch wieder. Ich habe wieder einen Bumerang im Mund, nicht wundern. Und wir wollten gerade dieses Haus machen. Vielleicht ist jetzt... Es leckt. Vielleicht ist jetzt wahrscheinlich erst eine Sekunde vergangen oder was auch immer. Für mich ist es ein ganzer Tag. Und es leckt. So. Schon wieder Leder und es leckt weiter. Und ich habe das Husten leider immer noch. Was machen wir die? Hier haben wir das Schwert. Wie leckt das gerade so, ey? Leder. Komm her. Kein Leder. So. Das Schaf, das wir gestern geschert haben. So, da und da. Mehr müsste eigentlich nicht abgemurkst sein. Ich nehme jetzt mal die Schere. Und die Leaves. Jetzt mal hin. So, und die Schere benutze ich nämlich genau. Und ich will auch keine verlieren. Keine Saplinge. Leaves meinte ich. Hier ist schon wieder eins verloren gegangen. So. Und dann ist hier noch eins. So, ich hoffe jetzt mal, das funktioniert und bleibt auch so. Für meinen Fall macht er erstmal den ganzen Turm hier höher. Und ich bin momentan am Überlegen, ob wir noch einen Raum machen wollen, wo wir noch was reinstellen. Oder ob wir einfach jetzt grob nach oben bauen. Ich weiß es jetzt nicht. Wir könnten uns ja erstmal... zweite Etage machen, ne? Okay, das ist schlecht. Hier sind schon wieder eins verloren gegangen. Dann haben wir noch Baumstämme, ja. Jetzt mal hier hin. Okay, da hinten wuchs es ganz ab. Das ist ganz schlecht. Okay, wir haben keine Baumstämme mehr. Das ist voll... schlecht und es muckst irgendwie alles ab. Warum auch immer. So. Hoffentlich muckst es jetzt nicht mehr ab. Das wäre dann jetzt die erste Etage hier, wo die Baumstämme jetzt sind. Das muss ich noch eins hinsetzen. Das heißt, wir brauchen nochmal zwei. Und wir machen keine. Haben wir doch noch. Oh Mann, wieso? Erstens, wieso leckt das so übelst? Und zweitens, wieso muckst du jetzt auf einmal alle ab? Ey, was ist das für ein Scheiß? Guck mal, da die ganze Reihe. Das geht nicht. Bis hierhin geht's ja noch, aber ab hier muckst alles ab. Also was wir gerade gemacht haben, ist alles mal für den Arsch. Dann würde ich sagen, muckst mal noch ein paar Bäume ab. Was auch cool wäre, wenn man den Kühen so Leder abziehen könnte, aber das wäre auch ein bisschen unrealistisch. Also. Das geht dann nicht über die Grenzen, sondern
Nicht unter die Grenzen, sondern über die Grenzen der Realität. Haiku. Ach, ist Lösel. Ein bisschen Holz sammeln hier. Lalalala. Jetzt leider nicht mehr. Na, wie gesagt, wir müssen gerade ein bisschen mal ab und dann. Wie haben wir jetzt? 22, dass wir das mal fürs Erste erreichen. Herzlichen Liebes können wir noch abschneiden. Und kommen nicht gerade viele runter. Komm schon, Liebes. Noch ein paar. Da noch ein paar. Da ist auch noch einer. Dann sind Schafe und Aua. Da bin ich jetzt aus Versehen runtergefallen. Ja, sind Wölfe. Müssen wir zu sagen, in den Originaltexturen sehen die Hunde so aus. Ich sag euch eins, greift niemand so nah, sonst kommt das ganze Rudel auf euch. Und ich glaube, nachts werden wir zu Werwolfen, oder? Ich weiß es gar nicht. Naja, wenn man den jedenfalls, das können wir vielleicht später nochmal machen, wenn wir vielleicht nachher ein Skelett begegnen und und dann guckt, das ist schon ein bisschen mehr gewachsen. Und dann einen Knochen haben. Haben wir sogar Knochen? Ich guck mal gerade. Leider nicht. Hätten wir jetzt nämlich Knochen, dann könnten wir uns nämlich ein Haustier als Hund machen. Ist das nicht cool? Naja, ich mache jetzt erstmal hier bei Hosen. So gehen Hosen. Mehr können wir auch nicht machen. Ham. So, jetzt gehen wir mal kurz wieder pennen. Ich glaube kaum, dass die Hunde da jetzt noch da sind. Wäre möglich. Wäre cool jedenfalls. Aber ich glaube es nicht. Doch, die Hunde sind noch da. Cool. Und die Kuh sogar auch noch. Hey Hunde, wie geht's? Ich greife dich nicht an, keine Sorge. Ich will nämlich nicht, dass gleich ein Rudel von 6 Leuten, 6 Hunden auf mich zukommt. Wege, du bist auf meine Ernte. In der anderen Welt habe ich schon einen Hund und da war das so, dass ich dann einen Hund hatte und der hat mich dann gerettet. Als ich dann die Wölfe angegriffen haben, ist er aus seinem Käfig, was ich eigentlich zugemauert habe, ist ein bisschen unlogisch, aber geschlüpft und hat die Wölfe geschlagen. Also eigene Hunde können auch angreifen. Ja, immerhin haben wir jetzt schon mal 3 Hunde. Entschuldigung. Ein Schwein. Warte mal, haben wir. Schluckt ab. Steak. So. Schwein. Aua. Schwein. Fleisch. So, jetzt habe ich hier fast alle Leben. Das war jetzt ein bisschen unnötig, aber das können wir gerade noch braten. Oder. Ja, das können wir irgendwie noch was dran. Nein. Wir machen jetzt eins ein Holzding rein. Ach, apropos, warte mal, erstmal braten wir jetzt. Das Fleisch. Apropos, dieses Ei, das braucht man, um Kuchen zu machen. Die sehen so aus. So. Wheat, Sugar, Milk and Eggs brauchen wir dafür. Ich
habe eigentlich schon alles gemacht, was man hier machen konnte, außer, die habe ich auch schon gemacht, nur das war noch nicht 1.6, ab 1.6 ist das hier das Archiments. Und, den Lee habe ich noch nicht gemacht und das hier habe ich noch nicht gemacht, One Pig Fly. Ansonsten habe ich alles gemacht, hier wie Monster Hunter und Time Strike und sowas alles habe ich alles schon gemacht. So, und in Statistik sieht man alles, was man so alles gemacht hat. Zum Beispiel, ich habe schon 41 Mal gequittet, 41 Mal geloadet und 44 Stunden gespielt oder so, keine Ahnung. Drei Welten, bin mit dem Boot 1,65 Kilometer gelaufen, gefahren hatte ich. Mit dem Pig bin ich, mit dem Schwein bin ich 64 Meter geritten. Das habe ich natürlich auch schon mal gemacht. Normal gelaufen bin ich 54 Kilometer. Fischko haben wir eigentlich schon. Player Kills habe ich noch nicht. Mob Kills 117. Blocks. So, wie man das alles gemacht hat. Und hier so bla bla bla. Und so weiter. Und so fort. Und Fleisch. Haben wir noch? Nein. Ach, wir haben wieder Leder, Leder. Oh ne, es ist ja das Leder, ne? Das Leder. Wir können theoretisch uns auch Eisenrüstung machen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Dann ist gleich noch ein Kuh. Was haben wir noch? Schwert noch, ja. Wuff. Kuh gibt uns Leder. Wir brauchen noch zwei. Oh, das gibt uns gar kein Leder, so höflich es auch ist. So, wie man sieht, unser Turb murkst ab. Halbwegs. So, und jetzt baue ich mal einfach. Hey, du Huhn. Federn. So, jetzt mache ich es mal eben gleich wieder wie folgt. Ich war jetzt auch so schlau und habe das nicht mehr da schwerer gemacht. Bevor wir weitere Blätter verschwenden, machen wir jetzt... Aua, das ist jetzt echt gebracht. Ich mache mir jetzt auch mal wieder Schere. Oh. Jetzt aber... Ist das alles nervig. So. Das haben wir jetzt ganz gut gemacht. Geht natürlich auch nicht. So. Also ich weiß nicht. Also ich würde sagen... Ich weiß es nicht. Falls jemand fragt, was ich gerade nachdenke, ich denke gerade noch, ob wir das jetzt wirklich noch eine zweite Etage machen wollen. Ich weiß es jetzt nicht. Das war eigentlich ein Tower. Also können wir den Rest eigentlich oben machen. Ich glaube, den Rest machen wir oben. Wir machen das jetzt einfach mal so hoch, wie es geht. Und dann machen wir so einen Überwachungsturm hier. So, der Rest dürfte jetzt eigentlich nicht abmurksen. So, dann machen wir es jetzt immer wieder zur geraden Fläche. Lalilalilalila. Und hier noch eins. So, und jetzt ist es, glaube ich, wieder eben, ja. Jetzt müsste es eigentlich so bleiben. Soweit ich weiß. Sonst wäre es ein bisschen unlogisch. Von Herrn, House of Sleeves braucht noch ein bisschen Arbeit und dann... Oder Lefs, keine Ahnung, wie die heißen. Haben wir noch welche? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber wir haben 47 Wolle, Moment. Ach, genau, die Wolle hatte ich auch mitgenommen. Und jetzt habe ich schon wieder fast keine Leben. Schon die Hälfte des Lebens verloren. Und so verliert man ganz schnell Leben. Falls man das mal machen wollte, viel Spaß dabei, ganz viele Leben zu verlieren. Einmal so Tower runter zu springen. Da könnten wir jetzt theoretisch... Okay, das Schwein ist... das Steak meinte ich. Das Schwein. Soll nicht schlecht, ne? Genau, wenn man so ein ganzes Schwein braten könnte oder... Wo liegt hier noch Wolle?
ganzes Schwein braten könnte, irgendwie, keine Ahnung. Das dann essen würde und das dann irgendwie die halbe Leben auffüllt, 5 Herzen oder so, keine Ahnung. Naja, wo ist denn jetzt das Steak? Ach, das haben wir auch sogar dabei. Schon haben wir fast alle Leben, so. Ich weiß nicht mehr ganz, was ich machen wollte. Ach so, ja, genau. Die Wolle wollte ich jetzt mal wieder reintun. So, ich tue jetzt nämlich erstmal wieder alles rein. Und zwar hatte ich vor, gehen wir wieder in die Höhle. So eine Spannung hier reinbringen, Gravel. Warte mal, bin ich? Spaß hier rein, das tun wir hier rein, das tun wir hier rein. Ja, Fackeln nehmen wir noch mit. Obwohl, die können wir eigentlich auch hier lassen. Das tun wir. Okay, laden wir ein bisschen von hier. Weißt du was, lange ich jetzt ganz picky. Pack hier. Schwere lasse ich hier. Schwaffe lasse ich hier. So. Dann haben wir eigentlich momentan nichts anderes dabei, außer 2 Eisenspitzhacken und 10 Steinspitzhacken. Und Holz. Also, was sollen wir schon verlieren? Auf in die Höhle. Ich weiß, da war zwar schon Ende der Höhle, aber ich grabe mich jetzt mal einfach weiter. Weil ich hätte nämlich den Zombie gehört. Habe ich überhaupt noch Zombies an? Ja. So. Die Höhle war hier, genau. Aber eigentlich ganz cool aus, wie so der eigentlich schwimmende Schwein. Ah, das Schwein, das brauchen wir vielleicht. Vielleicht kann uns das retten. So. Nein! Wir haben eigentlich die Steaks jetzt noch gekriegt, ne? Ja. Ein Steak. Ich hab Luppe! Ja. So, und da können wir gleich auch hier Steak hier erstmal hin tun. So. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und jetzt gehen wir mal einfach wieder in die Höhle. Was ist denn das? Pardon. Ja, jedenfalls, wir gehen jetzt mal ganz locker in die Höhle. Weil hier sind ja gar keine Zombies mehr, weil wir haben es ja schon bis zum Ende geschafft, aber ich habe vor, mich da jetzt weiter zu graben. Könnte sein, dass wir ab und zu mal ein Skelett hören, aber da bin ich jetzt gerade eiskalt. Da hinten geht es auch nicht weiter. Dass ich hier nicht mehr weiter kann. Hier habe ich, glaube ich, gleich Skelette. Ja. Yep. Ich glaube, da geht es noch weiter. Ja, da geht es ja noch weiter. Hey Zombie, wie geht's? Wir müssen gleich schlagen, wenn wir hier. Wo ist der Zombie denn jetzt hin? Zombie? 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 Zombie, hi Zombie! Hier ist es mal kurz in die Emo-Ecke. Wir können. Da kommt auch schon wieder einer. Da kommen ganz viele. Haben wir das mal geschafft? Kommen wir hoch? Und das war's auch.
Naja, immerhin gehen es noch ein bisschen weiter. Es war noch ein bisschen Spannung drin. Scheiß drauf. Wir haben nichts zu verlieren. Okay, haben wir doch, falls die entsprechende Wasserflut auf uns runterkommt. Tja, und was habe ich gesagt? Hier können wir schon mal nicht lang. Und das decken wir gleich wieder rein. Und mal vorschlagen, gehen wir jetzt mal hier lang. Und da geht's auch nicht lang. Junge, 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 ey, holla, die Waldweh. Da hinten kommen wir her, ne? Okay, wie ist es dann, eine zerstörte Fackel? Kein Plan. Egal, Fackel wieder setzen und dann sind wir wieder alles hier. Nehmen wir mal ein kleiner Zombie-Spawner. Das macht uns ja nichts, falls jetzt nicht gleich eine Wasserflut auf uns rüberkommt. Runterkommt. Ich mache jetzt auch schon mal meine erste Fackel. Ich hin mich hier überhaupt ein bisschen. Ich will jetzt nicht, dass wir gleich. Ich dachte. Ich höre was. Und es leckt. Und zwar, was leckt wegen dem Ton? Ich höre ein Rauschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Soundfehler ist, oder? Guck mal, dass hier irgendein Lavafall ist. Schon nicht so. Oh, wieso wird das denn jetzt so? Ich weiß nicht. Ich wäre jetzt auch voll gut von mir. Ey, wieso leckt das so? Eine Scheiße. Oh mein Gott. Naja, aber ich würde. Jetzt ist es weg. Jetzt kommt es wieder. Alles klar, gut, das hat was mit dem Spiel zu tun. Jedenfalls, ich glaube, das war's auch dann erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten.